Zuhörern keine Ladegeräte. Wiederhole nochmal an den mittleren Räten, die noch einfach keine Ladegeräte. Da hängt hier die Musikanlage dran und. Ist irgendwas ausgegangen, jetzt haben wir... Wir fahren aus auf den Edi-Siegern-Bund, Applaus, Top-Platz, wir fahren heute und wir sind... Oh! Es geht nicht mehr tiefer. Da. Aber das passiert natürlich, wenn man im Grenzbereich liegt. Im Grenzbereich ist es einfach mal... Da habe ich mich ja so ja erschrocken. Oh weia. Der erste Crash. Also sind wieder Köpfer. Hey, Manuel, Röbe, war da am Pilot. Aber schade, wenn sowas passiert. Irgendwie hat was nicht gestimmt. Nee, hey, kann man es auch nicht, weil er war ja gestern beim Contest dabei. Der hatte ja gut vorgelegt, mein Lieber. Ist zwar im ersten Moment ein bisschen ärgerlich, aber letztendlich ist das nicht. Also wir sind ja jetzt 2015, 1900, jetzt haben wir schon das erste Überschlagdenkmal für uns doch geben. Auch Kopfstand. Oh, ich glaube, hier ist die Turbine ausgegangen. So ein Mist, jetzt muss er am Bauch, auf dem Bauch in den Acker. Ja, schade, Mist. Der landet sogar auf den Skinplates. Also, schaut euch das an. Danke. Das war's. Das war wohl zu schnell. Das war zu schnell, denke ich mal. Da hat es den Flieger wortwörtlich in der Luft zerrissen. Der ist geplatzt. Der ist geplatzt. Geliefert wird diese Turbine als Komplettset. Jatze! Ja! Das war ein klasse Treffer. Der Matthias ist unten und der Marc. Ups! Ui. Zeigt, das, dass das Modell auch was wegsteckt. Genau. Scheiße. Einer ist geplatzt. Einer ist eingeschlagen. Stecklandung. Ups. Oh, da haben wir ein Triebwerkfeuer. Da hoffe ich mal, dass das gut geht. Ja,
strahlt sich das aus. Schreibbar sein. Oi, was war denn das? Ja, das ist die Strömung weg. Oh, die verknoten sich hier, Alter. Jetzt wird es aber zu einer Materialschlacht hier, aber kann man stimmen lässt. Trotzdem kriegt wieder einen Applaus. Gestern ist alles gut gegangen. Ja, verknüppelt. Ui. Oi! 14 cm! Scheiße! So, was ist denn jetzt passiert? Die Belastung. Die Fläche ist geplatzt. Also, ja, also die Fläche ist geplatzt und dann ist er hat sie natürlich sofort aus der Strömung raus. Also die Fläche ist im Prinzip da auseinander. Ja. Da die Fläche ist aufgeplatzt und dann hat er sofort gebremst, ja, wie eine Klappe. Ja, ja, ist klar. Ist klar. Und dann ist er runtergeklappt. Also er ist geplatzt, er ist definitiv geplatzt. Und der Rumpf auch, ne? Ja. Ja, der Rumpf ist dann zerbrochen natürlich. Aber Motor, Regler, aber Akku hast du Glück gehabt? Akkus sind alles gut, ja. Okay. Regler sieht gut. Ah ja, soweit. Klar, sehr windanfällig. Ja, kriegt er hin. Aber kommt wunderbar rein. Jawohl, kriegt er hin. Das zeichnet etwas hart aufgesetzt, aber ist nichts passiert. Diesmal nicht reparabel. Ja, da ist ja nun gar nichts mehr von übrig. Der Motor, guck mal hier, der Motor ist ja enorm. Der Motor steckt da wirklich, der Motor hier im Boden drin.